Gebratenes Lamm mit Orangen- und Rosmarinfüllung. Vorbereitungszeit: 50 Minuten. Zubereitungszeit: 172 Stunden. Für 6 Personen. 2 Kilogramm Lammkeule, entbeint. 1 Becher Semmelbrösel. 2 EL Rosmarin, fein unbekanntes Zeichen gehackt. 2 EL Pekannüsse, grob unbekanntes Zeichen gehackt. 1 EL Orangenmarmelade. 2 TL geriebene Orangen unbekanntes Zeichen Schale. 2 EL Orangensaft. 1 EL Orangensaft. Zusätzlich: 125 ml trockener Weißwein. 1 TL geriebene Orangen unbekanntes Zeichen Schale, zusätzlich. 2 EL Orangenmarmelade, zusätzlich. Erstes Fett entfernen. Fleisch ausbreiten. Semmelbrösel, Rosmar unbekanntes Zeichen Rehen und Pekannüsse Mie unbekanntes Zeichen Schen. Mischung aus. Orangenmarmelade, Schale und Saftbeige unbekanntes Zeichen Bein. Vermengen und eventuell zusätzlich Orang unbekanntes Zeichen Gensaft zufügen. Zweiter Füllung in die Lammkeule pressen, Fleisch zusammenroll unbekanntes Zeichen Lehn. Mit Küchengarn umwickeln und in Ei unbekanntes Zeichen Mehlbräter legen. Mit zusätzlicher Marmelade bestreichen. Unbedeckt bei 200 Grad Celsius 10 bis 15 Mittwochnatten braten. Auf 180 Grad Celsius herunterschall unbekanntes Zeichen Ten. Noch 1 bis 172 Stunden unbekanntes Zeichen den Garen, bis das Fleisch durchgebraten ist. Vor dem Tranki unbekanntes Zeichen Renn 15 bis 20 Minuten warm halten. Dritte Bräter auf dem Herd langsam erwärmen. Wein zufügen. Gut rühren. Aufkochen und köcheln, bis sich eine Soße bildet. Zusätzlich unbekanntes Zeichen Kee Orangenschale und Marmelade zugeben. Gut rühren. Viertes Küchengarn entfernen. In dünne Scheiben schneiden. Soße über das Lammfleisch geben. Lamm auf indische Art. Vorbereitungszeit: 40 Minuten plus Marinierzeit über Nacht. Zubereitungszeit: 1314 Stunden. Für 6 Personen. Kerl: 2 Kilogramm magere Lammkeule Marinade. Becher Mandeln. 2 mittelgroße Zwiebeln, gehackt. 6 bis 8 Knoblauchzehen, geschält. 1 Ingwerknolle, geschält. 4 TL Chilipulver oder 4 frische Chilischoten, gehackt. 500 Gramm Joghurt. 2 EL Zitronensaft. 60 ml Öl. Jeweils Apostroph 1, TL Koriander. Kümmel, grüne Pfeffer. Und Garam Masala. Frisch gemahlener Pfeffer. Erste Lammkeule mit kleinem, scharfem Messer an mehreren Stellen tief einschneiden. In einen Bräter legen. Zweitens für die Marinade, Mandeln, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Chili und 3 EL Joghurt verquirlen. Rühren, bis sich ein zähflüssiger Teig bildet. Dritten Maße in eine Schüssel geben. Restliche Zutaten beigeben. Mit einem Löffel die Marinade über die Lammkeule geben, auch in die Kerben. Viertens die Keule wenden, so dass alles gut mit Marinade bedeckt ist. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens 24 Stunden in den Kühlschrank stehlen. Ab und zu wenden. Fünftes Fleisch auf Zimmertemperatur erwärmen. Folie abnehmen. Bräter zudecken. Bei 180 Grad Celsius 1/4 Stunden braten. Sechster Deckel oder Alufolie entfernen. Weitere 20 bis 30 Minuten im Ofen lassen. Ab und zu mit Wasser begießen. Vor dem Aufschneiden 15 Minuten auskühlen. Siebten alles Fett von der Marinade in der Schüssel unbekanntes Zeichen Seel abschöpfen. Die Lammkeule mit der Marinade übergießen. Eventuell mit ganzen Gerösteten Mandeln und Rosinen garnieren. Hinweis, die Keule in einem Bräter aus Metall mit integriertem Rost garen. Etwas Wasser in den Bräter füllen.
Kräuterkruste. Vorbereitungszeit 30 Minuten. Zubereitungszeit 1 bis 1/2 Stunden. Für 6 Personen 1,5 Kilogramm Kalbfleisch, 6 Koteletts, 1 Becher frische Semmelbrösel, I/2 Becher Paniermehl, 1 IL Petersilie, fein gehackt, 1 IL Basilikum, fein gehackt, 2 Eiweiß, leicht verquirlt, 2 Knoblauchzehen, gepresst, 1 IL Öl, 30 Gramm Butter, zerlassen Zitronensoße, 60 ml trockener Weißwein, 60 ml Wasser, 2 EL Zitronensaft, 1 TL Zucker, 90 Gramm Butter, in Würfeln, 2 TL Petersilie, fein gehackt. Erstes Fett entfernen. Semmelbrösel, Paniermehl, Petersilie und Basilikum gut mischen. Eventuell etwas Wasser zugeben. Zweitens die Mischung fest auf Fettseite des Kalbs und bekanntes Zeichen Rücken pressen. Rücken mit der Kruste nach oben in einen Bräter legen. Bei 160 Grad Celsius. 1 bis 1/2 Stunden braten. Fleisch vor dem Aufschneiden 10 bis 15 Minuten im Backofen ruhen lassen. 2 IL Bratensaft aus Fettpfanne auf bei unbekanntes Zeichen Waren, Rest abgießen. Viertens für die Soße, einen Topf erhitzen. Wein, Wasser, Zitrone, unbekanntes Zeichen Nähensaft und Zucker hineingeben. Auf Kochen, zurückschalten. Unbedeckt köcheln, bis die Soße auf die Hälfte reduziert ist. Fünftens nach und nach die Butter einrühren. Petersilie zugeben. Jedes Kotelett mit Zitronensoße servieren. Zutaten 4 bis 6 Personen, runde Form, 0,25 cm. 400 Gramm gut gekühlter Blätterteig. Veluna. 100 Gramm geschälte, gemahlene Mandeln. 100 Gramm Zucker. 100 Gramm weiche Butter. Eine unbehandelte Orange, abgeriebene Schale. 2 EL Rum. 2 Eigelbe. 1 Eigelb zum Bepinseln. Puderzucker nach Belieben. Eine kleine Porzellanfigur. Ein Papierkrone. Ein Blätterteig in 2 Portio. Nehmen teilen, eine 250 Gramm, die andere 150 Gramm schwer. Die größere Teigportion so groß ausrollen, dass der Teig die Form 2 bis 3 cm überlappt. Den Teig in die eingefettete Form legen. Aus der zweiten Teigportion einen Kreis von 25 cm Durchmesser ausrollen. Den Backofen auf 220 Grad Zeichen CZ vorheizen. Sämtliche Zutaten für die Füllung fair unbekanntes Zeichen rühren, auf dem Teigboden ausstreichen, die Porzellan unbekanntes Zeichen Figur auf die Füllung legen. Lammrostbraten mit Aprikosen. Vorbereitungszeit, 20 Minuten. Zubereitungszeit, 1 Stunde 15 Minuten. Für 6 Personen. 2 Kilogramm Lammhaxe ohne Knochen. 2 EL Öl. Füllung. 200 Gramm Hackfleisch vom Lamm. 1/4 Becher Paniermehl. 1/4 Becher getrocknete Aprikosen. Klein geschnitten. 2 EL Früchte Kutnai. 1 EL frische Rosmarin, klein geschnitten. Soße. 1/2 EL Mehl. 375 ml Hühnerbrühe. 2 TL Senf ohne Körner. 2 TL Worcester Soße, 60 ml Sahne. Ein Backofen auf 210 Grad Celsius, starke Mittelhitze, vorheizen. Überschüssige Fettschicht von der Lammhaxe ablösen und flach auslegen, so dass die fette Seite unten ist. 2 Füllung, das Hack unbekanntes Zeichen Fleisch mit Paniermehl, Aprikosen, Kutnai und Rosmarin vermengen. Die Füllung auf das Lamm unbekanntes Zeichen Fleisch geben und in dem Fleisch einrollen. In ab.
Ständen mit Küchengarn fixieren. Dabei die Enden einschlagen. Drei Lamm rundum mit Öl einreiben, in eine tiefe Backform geben und eine Stunde 15 Minuten backen, wenn das Fleisch rot sein soll. Rosa, Medium, ist es nach einer Stunde 30 Minuten und Durchgeber unbekanntes Zeichenchen nach einer Stunde 45 Mittwoch unbekanntes Zeichen Latten. Lamm von Zeit zu Zeit mit Bratensaft über unbekanntes Zeichen gießen. Aus dem Backofen nehmen, noch 10 Minuten mit Alufolie bedeckt an einem warmen Ort ruhen lassen. Währenddessen die Soße zubereiten. Soße, die obere Fett unbekanntes Zeichen Schicht vom Bratensaft ab unbekanntes Zeichen schöpfen und wegschüt unbekanntes Zeichen Tän. Mehl unter den Bra unbekanntes Zeichen Tänsaft geben und ein Mittwoch unbekanntes Zeichen Natte bei mittlerer Hitze glatt rühren. Brühenmi unbekanntes Zeichen Schung, Senf und Worges unbekanntes Zeichen Teersoße zugeben und bei mittlerer Temperatur Rü unbekanntes Zeichen Rin, bis die Soße kocht und eindickt. Temperatur zurückschalten und drei Mittwochnatten köcheln lassen. Die Sahne unterziehen. 5. Das Küchengarn lösen, Lammbraten aufschneiden und mit Soße servieren. Hinweis, das Lamm kann bereits am Vortag gefüllt und gebunden werden. Mit Klarsichtfolie abge unbekanntes Zeichen deckt im Kühlschrank lagern. Tagliatelle mit Lammrosmarinwurst. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 20 Minuten. Für 4 Personen. 437. ZCZ. Lammrosmarinwurst 500 Gramm Hackfleisch vom Lamm. Ein Becher Paniermehl aus ofenfrischem Weißbrot. 2 Knoblauchzehen, zerdrückt. 1 TL gemahlener Chili. 2 IL frische Rosmarinblätter unbekanntes Zeichen Teer, klein gehackt. 2 EL Öl. Soße. 2 EL Öl, zusätzlich. Eine große Zwiebel, in Scheiben geschnitten. 2 große, reife Tomaten, 250 Gramm, abgezogen. End unbekanntes Zeichen kernt und klein geschnied unbekanntes Zeichen Tän. 250 Milliliter Hühnerbrühe. 250 Milliliter Doppelrahm. 2 IL frische Rosmarinblätter unbekanntes Zeichen Teer, klein geschnitten. 1/2 Becher junger Parmesan, gerieben. Die Tagliatelle in einem großen Topf ins brudelnd heißem Wasser mit einem Schuss Öl garen. Abtrub unbekanntes Zeichen fehlen lassen und beiseite stellen. Lammrosmarinwurst, das Lammfleisch in einer großen Rührschüssel mit Paniermehl, Knoblauch, Chili und Rosmarin vermengen. Die Masse in 8 gleich große Portionen teilen und jede Portion zu einer Wurst rollen. Das Öl in einer schweren Pfanne erhitzen, eine Lage Würstchen hineingeben und bei mittlerer Hitze 5 Minuten braten, bis sie gar und rundum braun sind. Dabei gelegentlich wenden. Auf saugfähigem Küchenpapier unbekanntes Zeichen Teer abtropfen lassen, in 1 cm breite Scheiben schneiden und beiseite stellen. 3. Zubereitung der Soße, das zusätzliche Öl in einer großen Pfanne erhitzen, die Zwiebeln hineingeben und unterrühren bei mittlerer Hitze 3 Minuten hellbraun braten. Tomat unbekanntes Zeichen Tän, Brühe, Doppelrahm und Rosmarin zugeben, zum Kochen bringen und 1 Minute ziehen lassen. Die Tagliatelle und die Wurstscheiben zufügen und bei mittlerer Hitze 2 Minuten garen. Mit Käse bestreut servieren. Hinweis, die Würste können bereits am Vortag zubereitet werden. Ebenso die Tagliatelle, über die man etwas Öl träufelt, damit sie nicht kleben. Mit Klarsichtfolie abgedeckt im Kühlschrank lagern. Lammkebab mit goldgelbem Pilaf. Vorbereitungszeit 25 Minuten. Zubereitungszeit 30 Minuten. Ergibt 8 Spieße. 750 Gramm Hackfleisch vom Lamm. Eine kleine Zwiebel, fein geschnitten. 2 EL frischer Koriander, klein geschnitten. 1 EL gemahlener Kreuzkümmel. 1 TL abgeriebene Zitronenschale. Goldgelber Pilaf. 3 EL Öl.
1 TL Kurkuma. Eine mittelgroße Zwiebel, in Ringe geschnitten. 2 Becher Basmati oder Fasmin Reis. 1 I Gemüsebrühe. 1 Hackfleisch, Zwiebel, Koriander, Kümmel und Zitronenschale in eine Rührschüssel geben und gut vermengen. Mischung in 8 gleich große Portionen teilen und wurstförmig um große metallunbekanntes Zeichen oder Holzspieße rollen. Bis zur Weiterverwendung kalt stellen. 2 goldgelbe Pilaf. Öl in eine Pfanne erhitzt 10. Kurkuma und Zwiebelunbekanntes Zeichen Beil darin bei mittlerer Hit unbekanntes Zeichen C und verrühren 2 min unbekanntes Zeichen Tlen braten, bis die Zwiebel gar ist. Reis zufügen, 1 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natte rühren, bis der Reis das Öl aufgenommen hat. 3 Brühe zugießen und einen gut schließenden Deckel auf die Pfanne geben. Langsam aufkochen, dabei einmal umrühren. Temperatur reduzieren und zugedeckt 10 min unbekanntes Zeichen Tlen köcheln lassen, bis das Wasser nahezu absorbiert ist. Vom Herd nehmen. Und 5 Minuten zugedeckt stehen lassen, bis das Wasser vollständig eingezogen und der Reis gar ist. Reis. Vor dem Servieren mit einer Gabel auflockern. Fleischklößchen. Vorbereitungszeit. 30 Minuten. Zubereitungszeit. 35 Minuten. Für 6 Personen. SSZ. ZZZ. 750 Gramm Lammhackfleisch. Eine Knoblauchzehe, zerdrückt. 2 TL getrockneter Rosmarin. 1/4 Becher Pinienkerne, fein gehackt. 2 mittelgroße Alberginen. 1 EL Salz. 2 EL Olivenöl. 2 mittelgroße Oliven, in einen Zentimeter breite Spalten geschnitten. 4 mittelgroße Zucchini, in einen Zentimeter dicke Scheiben geschnitten. 2 mittelgroße rote Papri unbekanntes Zeichen Kaschoten, in 2 cm große Würfel geschnitten. 2 mittelgroße grüne Paprikaschoten, in 2 cm große Würfel geschnitten. 3 große Tomaten, klein geschnitten. 3 EL Tomatenmark. 1 TL getrockneter Oregano 1/2 Becher frische Basilikumblätter, klein gehackt. 1 Hackfleisch mit Knoblauch, Rosmarin und Pinienkernen in eine Rührschüssel geben und gut mischen. 36 Bällchen vorlegen. Dafür jeweils einen gestrichenen Esslöffel von der Masse abnehmen. Bis zur Weiterverwendung kalt stellen. 2 Alberginen in 2 cm dicke Scheiben schneiden, auf einem Teller flach auslegen und mit Salz B unbekanntes Zeichen streuen. Nach 15 Minuten abspülen, trocken tupfen und in 2 cm große Würfel schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln hineingeben und bei mit unbekanntes Zeichen leerer Hitze 3 Minuten bra unbekanntes Zeichen Tlen, Honig Kili Lamm mit Bohnen. Vorbereitungszeit. 15 Minuten. Zubereitungszeit. 20 Minuten. Für 4 Personen. 2 EL Öl. 500 Gramm Lammhackfleisch. Eine große Zwiebel, in Scheiben bekanntes Zeichen Ben geschnitten. Eine kleine rote Paprikaschote, in Streifen geschnitten. Eine kleine grüne Paprikaschote unbekanntes Zeichen T, in Streifen geschnitten. 2 Knoblauchzehen, sehr unbekanntes Zeichen drückt. 2 rote Chilischoten, klinge unbekanntes Zeichen hackt. 2 TL frischer Ingwer, gemahlen. 1 TL gemahlener Kreuzkümmel. 1 TL Paprika, gemahlen 250 ml Rinderbrühe. 1 Becher Tomatenpüree 1/2 Becher Honig. 80 ml Weinessig, weiß. 2 EL Sojasenke. Eine Dose Lima-Bohnen. Abgetropft, 440 Gramm. Ein Öl in einer schweren Pfanne erhitzen, Lammhackfleisch hineingeben und unterrühren bei hoch unbekanntes Zeichen Herdtemperatur 4 Minuten anbraten, bis alle flüssig unbekanntes Zeichen kalt verdunstet ist. Dabei das Hackfleisch mit einer Gabel zerdrücken. 2 Zwiebel, rote und grüne Paprika, Knoblauch, Chili, Ingwer, Kreuzkümmel und Paprikapulver zugeben.
bei mittlerer Hitze. 2 Minuten anbraten. 3 Brühe, Tomatenpüree, Honig, Essig und Sojasauce zugeben. Zum Kochen bringen, Temperatur zurückschalten und 10 Mittwochnatten zugedeckt köcheln lassen. Bohnen zufügen und weitere 10 Minuten ziehen lassen, bis die Masse eingekocht und dick ist. Nüssen und Joghurtsoße. Vorbereitungszeit: 20 Minuten. Zubereitungszeit: 16 Minuten. Für 6 Personen. S3. 750 Gramm Lammhackfleisch. 1/2 Becher Walnüsse, fein gehackt. Eine kleine Zwiebel, gehackt. 1 TL Currypulver. 3 Tomaten, klein geschnitten. Joghurtsoße. 1/2 Becher Naturjoghurt. 1/4 Becher Mayonnaise. Eine Knoblauchzehe, zerdrückt. 1 EL fein gehackte Minze. 1 EL fein gehackte Petersilie. 1 Minze, Walnüsse, Zwiebel und Currypulver in eine große Rührschüssel geben und gründlich fair und bekanntes Zeichen mengen. Die Mischung in 6 gleich große Portionen teilen und 11/2 cm dicke Pastetchen formen. Zu unbekanntes Zeichen decken und bis zur 2 unbekanntes Zeichen ter Verwendung kalt still unbekanntes Zeichen lehnen. 2 Joghurtsoße, Zutaten. Mischen und kalt stellen. 3 Grill oder Pfanne erhitzen ziehen und dünn mit Öl bestreichen. Burger bei mittlerer Hitze auf jeder Seite 8 Minuten braten. Dabei nur einmal wenden. In Pita-Brot mit Tomaten unbekanntes Zeichen würfeln und Joghurtsoße servieren. Und Bohnen. Vorbereitungszeit: 20 Minuten. Zubereitungszeit: 12 Minuten. Für 4 Personen. Sie. 2 EL Öl. 2 große rote Zwiebeln, in Achtel geschnitten. 500 Gramm Hähnchenhackfleisch. 1 EL Fischsud. Eine Dose Tomaten, 440 Gramm, 250 Milliliter Hühnerbrühe. 250 Gramm Bohnen, in 2,5 cm große Stücke geschnitten. 1/3 Becher frisches Basilikum, in Streifen geschnitten. 2 EL frischer Koriander, klein gehackt. 1/3 Becher geröstete Erdnüsse unbekanntes Zeichen See, klein gehackt. Würziges Dressing. 2 Frühlingszwiebeln, klein unbekanntes Zeichen geschnitten. 2 Knoblauchzehen, sehr unbekanntes Zeichen drückt. 2 TL abgeriebene Zitronen unbekanntes Zeichen Schale. 2 rote Chilischoten, gehackt. 3 TL gemahlener Paprika. 1 TL gemahlenes Kurkuma. 1 TL gemahlener Kreuzkümmel. 80 ml Wasser. Ein Öl in einer schweren Pfanne erhitzen, die Zwiebeln hineingeben und bei mittlerer Hitze 2 Minuten leicht bräunen. Das Hähnchenfleisch zufügen und bei hoher Temperatur unbekanntes Zeichen Tee rühren. 4 Minuten an unbekanntes Zeichen braten, bis sämtliche Flüss unbekanntes Zeichen Sickkeit verdunstet ist. Das Hackfleisch mit einer Gabel zerdrücken. Hähnchencurry. Vorbereitungszeit: 20 Minuten. Zubereitungszeit: 20 Minuten. Für 4 Personen. 10 getrocknete chinesische Pilze. 750 Gramm Hähnchenhackfleisch. 2 TL gemahlener Ingwer. 2 EL Öl. 2 große Zwiebeln, in Achtel geschnitten. Eine Dose Kokosnussmilch. 400 Milliliter. 125 Milliliter Wasser. 1 EL Fischsud. I/4 Becher frisches Basili unbekanntes Zeichen Kuhn, in Streifen geschnitten unbekanntes Zeichen Ten. Curry Dressing. 2 frische Koriandertriebe mit Wurzeln und Blättern. 1 Trieb frisches Zitronengras, fein gehackt. 2 Knoblauchzehen, zerdrückt. 2 TL abgeriebene Zitronenschale. 2 grüne Chilischoten, klein gehackt. 2 TL Kurkuma, gemahlen. 80 ml Wasser, zusätzlich. 1 Pilze in eine Schüssel geben und mit so viel kokendem Wasser überbrühen, dass sie bedeckt sind. 20 Minuten stehen lassen,
bis Sieger sind, dann ab unbekanntes Zeichen gießen. Köpfe klein schnei unbekanntes Zeichen den, Stiele wegwerfen. Zwei Pilze in einer Schüssel mit Hähnchenhackfleisch und Ingwer vermengen. Die Mischung löffelweise zu Bällchen rollen. Drei Öl in einer schweren Pfanne erhitzen, eine Lage Bällchen hineingeben und bei starker Mittelhitze. 4 Minuten schön braun braten. Dabei mehrmals wenden. Die Hähnchenbällchen auf gekennter unbekanntes Zeichen Pier abtropfen lassen. 4 Zwiebeln in der Pfanne bei mittlerer Hitze 2 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natten hellbraun braten. 5 Karre Dressing, Curry unbekanntes Zeichen Ander, Zitronengras, Knoblauch, Zitronenschei unbekanntes Zeichen Lö, Chilischoten, Kurkuma und das zusätzliche was unbekanntes Zeichen sehr in die Küchenmaschine oder den Mixer geben und zu einer glatten Masse pürieren. 6. Das Curry Dressing zur Zwiebel geben und 2 Mittwochnatten anbraten. Kokosnussmilch, Spinatpastete. Vorbereitungszeit. 45 Minuten. Zubereitungszeit. 40 Minuten. Für 6 Personen. TS 7. Füllung. 2 EL Öl. Eine große Zwiebel, klein geschnitten. 2 Knoblauchzehen. Sehr unbekanntes Zeichen drückt. 500 Gramm Lammhackfleisch. 250 Gramm Zuchtchampignons. In Scheiben geschnitten. 1 TL frischer Rosmarin, klein gehackt. 1/4 Becher Tomatenpüree. 2 EL Mehl. 250 ml Hühnerbrühe 6 große Spinatblättermilch zum Glasieren 1 EL Sesam. 1 EL Kümmel. Teig. 625 ml Mehl. 185 Gramm Butter. Ein verquirltes Ei. 2 EL Wasser. Ein Backofen auf 210 Grad Celsius, starke Mittelhitze, vorheizen. Ein Backblech mit zerlassener Butter oder Öl einfetten. Öl in einer schweren Pfanne erhitzen, Zwiebel und Knoblauch hineingeben und unter mehrmaligem Rühren bei mittlerer Hitze 2 Minuten hellbraun braten. Lamm unbekanntes Zeichen Hackfleisch zugeben und bei starker Hitze gut an unbekanntes Zeichen bräunen, bis alle flüssig unbekanntes Zeichen kalt verdunstet ist. Dabei das Hackfleisch mit einer Gabel zerdrücken. 2 Pilze, Rosmarin, Tomatenpüree und das mit Brühe angerührte Mehl zufügen und bei hoher Temperatur unterrühren zum Kochen bringen. Temperatur zurückschalten und ohne Deckel 5 Minuten köcheln lassen, bis die Flüssigkeit verdunstet und die Mischung eingedickt ist. Immer wieder umrühren und abkühlen lassen. 3 Stiele der Spinatblätter entfernen. Hähnchenstrudel mit Rahm. Vorbereitungszeit, 30 Minuten. Zubereitungszeit, 30 Minuten. Für 4 Personen. ZV.1-1 EL Öl. Eine große Zwiebel, klinge unbekanntes Zeichen schnitten. 2 Knoblauchzehen, zerdrückt. 250 Gramm Hackfleisch vom Hähnchen. 1 TL Currypulver. 1/2 Becher Ricotta Käse. 60 ml Sauerrahm. 10 Platten Strudelteig. 90 Gramm Butter, zerlassen. 1 Stange Sellerie, fein geschnitten. 1 kleine rote Paprikaschote, klein geschnitten. 1 Avocado, in Scheiben geschnitten. 1 EL Sesamsamen. 1 Den Backofen auf. 180 Grad Celsius, Mittelhitze, vor. Heizen. 1 Backblech mit zerlassener Butter oder Öl ausstreichen. Das Öl in einer schweren Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch hineingeben und bei mittlerer Hitze unverrühren 2 Minuten leicht bräunen. Hähnchenhackfleisch zufügen und bei hoher Temperatur 4 Minuten rundum braun braten, bis sämtliche Flüssigkeit verdunstet ist. Dabei das Hackfleisch mit einer Gabel zerdrücken. Mit Curry würzen und noch 1 Minute braten. Hähnchenmischung mit Ricotta-Käse und Sauerrahm vermengen. 2 Eine Platte Strudelteig auf die Arbeitsfläche legen. Und mit zerlassener Butter bestreichen. 1 zweite Platte Strudelteig auflegen und mit Butter bestreichen.
Mit den restlichen Teigplatten und der Butter ebenso verfahren. 3 Hähnchenmischung auf die Längsseite der Strudelteigplatten geben und mit Sellerie, Paprika und Avocado bestreuen. 4 Zusammenrollen und die Enden einschlagen. Die Rolle mit der Naht unbekanntes Zeichen stelle nach unten auf ein mit Butter bestrichenes Blech legen und mit Sesam bestreuen. 30 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natten backen, bis der Strudelteig goldbraun ist. In Scheiben geschnitten servieren. Hähnchenmaiswürstchen mit Salsa Cruda. Vorbereitungszeit: 20 Minuten. Zubereitungszeit: 35 Minuten. Ergibt 12 Würstchen. SF/800 Gramm Hackfleisch vom Hähnchen. 1 Becher Paniermehl aus ofenfrischem Weißbrot. Eine kleine Dose cremig pürierter Mais, 130 Gramm. 1 Esslöffel frischer Schnittlauch, klein geschnitten. 4 Becher Maismehl. Salsa Cruda. 2 große Tomaten, klein geschnitten. 1 mittelgroße Zwiebel, fein gehackt. 1 Knoblauchzehe, zerdrückt. 2 Esslöffel frischer Koriander, klein gehackt. 1 Esslöffel Orangensaft. 1 Backofen auf 180 Grad Celsius, Mittelhitze, vorheizen. 1 Backblech mit Alu unbekanntes Zeichen Folie auslegen und dünn mit Öl ausstreichen. Hackfleisch, Paniermehl, pürierten Mais, Schnitt unbekanntes Zeichen Lauch und Maismehl in eine große Rührschüssel geben und gründlich fair unbekanntes Zeichen mengen. Die ziemlich feuchte Mischung in 12 gleich große Portionen teilen und etwa 13 cm lange Würstchen formen. 2 Salsa, sämtliche Zutaten unbekanntes Zeichen Tang in einer Schüssel vermengen und mindestens eine Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen. Nicht zu kalt servieren, Zimmertemperatur. 3 Würstchen auf das vorbereitete Backblech legen und 35 Minuten backen. Dabei gelegentlich wen unbekanntes Zeichen dehnen. Mit Salsa Cruda anrichten. Hähnchen-Tortillas. Vorbereitungszeit: 30 Minuten. Zubereitungszeit: 25 Minuten. Für 4 Personen. SS/RE größer als KVZ. Tortillas: 1 Becher Maismehl, fein gemahlen. 1 Becher Weizenmehl. 60 Gramm Butter, 125 Milliliter Wasser. Belag: 1 Esslöffel Öl. 125 Gramm Hähnchenhackfleisch, 125 Gramm Chorizo-Wurst, klein geschnitten. 2 Teelöffel Sambal Oelek, Chili-Paste. 1 große Zwiebel, gehackt. 1 mittelgroße grüne Paprika unbekanntes Zeichen Kaschote, entkernt und klein geschnitten. 1/4 Becher Tomatenmark, 1 Becher geriebener Cheddar-Käse. 1 Backofen auf 180 Grad Celsius, Mittelhitze, vorheizen. 2 Backbleche mit zerlassener Butter oder Öl ausstreichen. Zubereitung der Tortillas: Maismehl, Weizenmehl und Butter in die Küchenmaschine gehen unbekanntes Zeichen Bein. 20 Sekunden rühren, Momentschalter betätigen unbekanntes Zeichen gehen, bis die Masse fein unbekanntes Zeichen körnig ist. So viel Wasser zugeben, dass alles gut fair unbekanntes Zeichen mengt ist. Dabei weitere 5 Sekunden rühren. Teig auf ein dünn bemehltes Backbrett legen und ihn mit Wochennatte kneten, bis er geschmeidig ist. 2 Den Teig in 8 Portionen teilen und jede Portion kreisförmig, Durchmesser 10 cm, ausrollen. Auf Backbleche legen und 15 Minuten backen. 3 Zubereitung des Belags: Öl in eine Pfanne erhitzen. Hähnchenhackfleisch und Wurst hineingeben und bei hoher Temperatur unter ständigem Rühren 4 Minuten braun braten, bis sämtliche Flüssigkeit verdunstet ist. Dabei das Hackfleisch mit einer Gabel zerdrücken. Sambal Oelek, Zwiebel und Paprika zugeben und 3 Minuten garen. 4 Tortillas mit Tomaten unbekanntes Zeichen Mark bestreichen. Hähnchenmischung darauf geh unbekanntes Zeichen Ben und mit Käse bestreu unbekanntes Zeichen N. 10 Minuten hellbraun backen.
Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 20 Minuten. Für 4 Personen 500 Gramm Hähnchenhackfleisch. Ein Päckchen Hähnchencremesuppe 60 Gramm. 2 EL Öl. 2 große Zwiebeln, in Scheiben geschnitten. 2 große Kartoffeln, in 2 cm Würfel geschnitten. 4 mittelgroße Karotten, in 1 cm dicke Scheiben geschnitten. 250 ml Weißwein. 750 ml Wasser. 300 ml Knefreike. Ein Hähnchenhackfleisch und Suppenmischung in einer Rührschüssel vermengen und zu Esslöffel großen Bällchen rollen. 2 das Öl in einer Schwie unbekanntes Zeichen Rennpfanne erhitzen, eine Lage Bällchen hineinge unbekanntes Zeichen Ben und bei mittlerer Hitze 5 Minuten rundum braun braten. Aus der Pfanne nehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 3 Zwiebeln, Kartoffeln und Karotten in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze 4 Minuten leicht an unbekanntes Zeichen bräunen. Wein, Wasser und Knefreike zufügen. Die Fleischbällchen wieder in die Pfanne geben und kurz aufkochen. Tempera unbekanntes Zeichen Tour reduzieren und ohne Deckel 20 Minuten Kö unbekanntes Zeichen kehlen lassen, bis das Gemü unbekanntes Zeichen Sieger und die Soße Enge unbekanntes Zeichen kocht und dick ist. Dabei gelegentlich umrühren. Pastamuscheln mit Hähnchen und Pesto. Vorbereitungszeit 30 Minuten. Zubereitungszeit 15 Minuten. Für 4 Personen. TSZ. 20 getrocknete große Pastamuscheln, etwa 5 cm lang. 2 EL Öl. 2 Stangen Lauch, in Scheiben bekanntes Zeichen Ben geschnitten. 500 Gramm Hackfleisch vom Hähnchen. 1 EL Mehl. 250 ml Hühnerbrühe. Ein Becher Pimiento, klein gehackt. 1/2 Becher geriebener Parmesan-Käse. Pesto. 1 Becher frisches Basilikum, 14 Becher Pinienkerne. 2 Knoblauchzehen, zerdrückt. 60 ml Olivenöl. Backofen auf 180 Grad Celsius, Mittelhitze, vorheizen. Eine flache Backform mit zerlassener Butter oder Öl ausstreichen. Die Pastamuscheln in einem Topf ins brudelnd heißen was unbekanntes Zeichen sehr kochen. Einen Schuss Öl hineingeben, damit sie nicht kleben. Sobald sie gar sind, abgießen. 2 Öl in einer schweren Pfanne erhitzen, Lauch zugeben und bei mittlerer Hitze umrühren 2 Mittwochnatten dünsten, bis er weich ist. Hähnchenhack unbekanntes Zeichen Fleisch zugeben und bei starker Hitze 4 Minuten goldbraun braten. Dabei gelegentlich umrühren, bis sämtliche Flüssigkeit verdunstet ist. Das Hack unbekanntes Zeichen Fleisch mit einer Gabel zerdrücken. Mehl einstreuen und auf dem Herd 1 Minute unterrühren. Brühe und Pimiento zufügen und bei mittlerer Hitze zum Kochen bringen unbekanntes Zeichen gehen. Temperatur zurück unbekanntes Zeichen nehmen und noch etwa 1 Minute ziehen lassen, bis die Mischung eingekocht und dick ist. 3 Zubereitung des Pesto, Basilikum, Pinienkerne, Knoblauch und Öl in die Schüssel einer Küchenmaschine oder in einen Mixer füllen. 30 Sekunden zu einer glatten Masse pürieren. In eine kleine Schüssel oder einen Krug füllen und mit Klarsichtfolie luftdicht verschließen. 4 Die gekochten Pastamuscheln mit der Hähnchenmischung füllen und in eine Backform geben. Mit Alufolie bedeckt. 15 Minuten backen. Einen Löffel Pesto darauf geben, mit Käse bestreuen und servieren. Hähnchen Waldorf unbekanntes Zeichen Salatbrötchen. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Zubereitungszeit 5 Minuten. Für 4 Personen. Erstens S7. 1 EL Öl. 125 Gramm Hähnchenhackfleisch. 2 Frühlingszwiebeln, klein geschnitten. 1 kleiner grüner Apfel, klein geschnitten. 1 Stange Sellerie. 2 EL Walnüsse, klein gehackt.
1/4 Becher Mayonnaise, 2 EL Sauerrahm, 4 Brötchen, 1 große, reife Tomate, in Scheiben geschnitten, 4 Blätter Kopfsalat, ein Öl in einer schweren Pfanne erhitzen, Hähnchenfleisch hineingeben und bei großer Hitze unbekanntes Zeichen Tee rühren, 4 Minuten braun braten, bis sämtlich unbekanntes Zeichen Käflüssigkeit verdunstet ist. Dabei das Hackfleisch mit einer Gabel sehr unbekanntes Zeichen drücken. Frühlingszwie unbekanntes Zeichen Beilen zugeben und unterrühren, bei schwacher Hitze 1 Minute braten. 2 Hähnchenmischung mit Apfel, Sellerie, Walnuss, Mayonnaise und Sauerrahm vermengen. 3 Das obere Drittel der Brötchen, Deckel, abschneiden und einen großen Teil des Brötchen Inneren mit einem Löffel aushöhlen. 4 Die Hälfte der Brötchen mit Hähnchenmischung füllen. Mit Tomatenschei unbekanntes Zeichen Ben und Salatblättern bedecken und die restliche Hähnchenmischung da aufgeben. Die abgeschnittenen Deckel nun wieder darüber legen. Hähnchen mit Süßkartoffelauflauf. Vorbereitungszeit: 30 Minuten. Zubereitungszeit: 20 Minuten. Für 6 Personen: 1 EL Öl, 1 große Zwiebel, klein geschnitten, 750 Gramm Hackfleisch vom Hähnchen, 750 Gramm Kumara, 3 mittelgroße Süßkartoffeln, klein geschnitten, 250 Gramm Zuchtchampignons, halbiert, 375 Milliliter Hühnerbrühe, 1 Dose Tomaten, 440 Gramm, 1/2 Becher Tomatenpüree, 2 TL frische Thymianblätter, 1 EL Worcestersoße, Belag, 4 große alte Kartoffeln, 1,2 Kilogramm, klein geschnitten, 60 Gramm Butter, 125 Milliliter Sauerrahm. Ein Backofen auf 180 Grad Celsius, Mittelhitze, vorheizen. Öl in einer Pfanne erhitzt unbekanntes Zeichen 10, Zwiebeln zugeben und bei mittlerer Tempe unbekanntes Zeichen Radschur unterrühren, 2 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natten hellbraun braten. Hackfleisch zufügen und bei starker Hitze 4 Min unbekanntes Zeichen Tien braun braten, bis alle Flüssigkeit verdunstet ist. Das Hackfleisch mit einer Gabel zerdrücken. 2 Kumara, Pilze, Brühe, die klein geschnittenen Tomaten mit dem Saft, Tomatenpüree, Thymian und Worcestersoße zugeben. Zum Kochen bringen unbekanntes Zeichen gehen, Hitze reduzieren und zugedeckt 15 Minuten köcheln lassen, bis die Maße eingedickt ist und die Kartoffeln weich sind. Mit dem Löffel in eine auf unbekanntes Zeichen Laufform füllen, durch unbekanntes Zeichen Messer 24 cm. 3 Haube, Kartoffeln. 10 Minuten in sprudelnd heißem Wasser gar kochen, abgießen. Mit Butter und Sauerrahm in eine Schüssel unbekanntes Zeichen Seel füllen und mit einer Gabel oder einem Gehme unbekanntes Zeichen Seestampfer zu einem Glad unbekanntes Zeichen Tien, flockigen Brei sehr unbekanntes Zeichen stoßen. Auf die Hähnchen unbekanntes Zeichen Mischung geben und mit einer Gabel verstreichen. 20 Minuten backen, bis der Auflauf hellbraun ist. Es in Pilzsoße. Vorbereitungszeit: 25 Minuten. Zubereitungszeit: 25 Minuten. Für 6 Personen. SSZ: 1 Kilogramm Hackfleisch vom Hähnchen, 1 Becher Paniermehl aus ofenfrischem Weißbrot, 1 EL getrocknetes Estragon, 1 kleine Zwiebel, fein geschnitten, Becher Mayonnaise, sahnige Pilzsoße, 40 Gramm Butter, 3 Frühlingszwiebeln, fein gehackt, 300 Gramm Zuchtchampignons, in Scheiben geschnitten, 60 Milliliter Weißwein, 200 Milliliter Sahne. 1 Das Hackfleisch vom Hähnchen, Paniermehl, Estragon, Zwiebel und Mayonnaise in eine große Schüssel geben und gründlich vermengen. Die Mischung in 6 gleich große Portionen teilen und 11/2 cm dicke Pastetchen formen.
2. Eine große Bratpfanne erhitzen und dünn mit Öl bestreichen. Die Rissoles bei starker Hitze auf jeder Seite 8 Minuten braten. Dabei nur einmal wenden. Wenn nötig in Parteien backen, die Pfanne darf nicht zu voll sein. Aus der Pfanne nehmen und warm stellen, bis die Soße zubereitet ist. 3. Zubereitung der Soße, Butter in der Bratpfanne schmelzen lassen. Frühlingszwiebeln und Pilze hineingeben und bei mittlerer Hitze 5 Minuten weich dünsten. Wein und Sahne zufügen. Tempera unbekanntes Zeichen Tour zurückschalten und ohne Deckel 10 bis 12 Minuten unbekanntes Zeichen Tren ziehen lassen, bis ein Teil der Soße eingekocht und dick ist. Sofort sehr unbekanntes Zeichen vieren. Rippenbraten mit Pastete. Vorbereitungszeit 30 Minuten. Zubereitungszeit 1/4 Stunden. Für 8 Personen. Dü. Ein Speckstreifen ohne Rind D, geschnitten. Eine kleine Zwiebel, klein gehackt. 125 Gramm Pilze, klein geschnitten. 125 Gramm fertig gekaufte Pfefferpastete. 2 Becher Semmelbrösel. 2 Esslöffel frische Petersilie, gehackt. 1/4 Teelöffel Kräutermischung, getrocknet. Klassische Braten. Frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 1 Ei, leicht verquirlt. 3 Kilogramm Rippenbraten von Rind, Esshinweis. Erstens den Speck in einer Bratpfanne erhitzen. Nach dem Weichwerden unbekanntes Zeichen den Zwiebel und Pilze zufügen. Etwa 3 Minuten unterrühren kochen. In eine Schüssel geben. Pastete, Semmelbrösel, Petersilie, Kräuter, Pfeffer und Ei unterrühren. Zweitens das Fleisch zwischen den Rippenknochen und der äußeren Fettschicht am Schmalende einschneiden. Fett entfernen. Dritte Pastetenfüllung in den Zwischenraum geben. Eventuell mit küchenunbekanntes Zeichen. Garn umwickeln. Viertens das Fleisch mit der Fettseite nach oben in Bräter legen, die Knochen bilden einen natürlichen Rost. Bei 220 Grad Celsius 15 Minuten braten. Auf 180 Grad Celsius herunterschalten und weitere 11/2 Stunden braten. Eventuell vorher Garprappe vornehmen. Fünftens bis zum Trankieren 15 Minuten warten. Mit Bratensoße, mehr unbekanntes Zeichen Rettich, Röstkartoffeln und Gemüse servieren. Hinweis, beim Metzger kann man das Fleisch küchenfertig vorbereiten lassen. 20 Minuten gar unbekanntes Zeichen Zeit je 500 Gramm Gewicht werden benötigt. So wird der Braten außen gar und innen rosa. Rindfleisch mit Blauschimmelkäse im Teigmantel. Vorbereitungszeit 45 Minuten. Zubereitungszeit 30 Minuten. Für 8 Personen. Dü. Ein Bund frischer Spinat oder 500 Gramm gefrorener Blattspinat. 60 Gramm Butter oder Margarine unbekanntes Zeichen Rinne. 1/17 Kilogramm mageres Roastbeef. 2 Streifen gefrorene blätierte ich, aufgetaut. 200 Gramm Blauschimmelkäse, weich. 1 Streifen Blätterteig zu. Zusätzlich, wahlweise. 1 Ei, leicht verquirlt. Erstens den Spinat verlesen und gründlich waschen oder den gefrorenen Spinat auftauen lassen und das Tauwasser abschütten. Zweitens frische Blätter in kochendes Wasser geben. 30 Sekunden kochen. In kaltem Wasser ab unbekanntes Zeichen schrecken und trocken unbekanntes Zeichen tupfen. Dritte Butter in großer Pfanne erhitzen. Fleisch zugeben und alle Seiten anbräunen. Auskühlen lassen. Den Saft aus der Pfanne beiseite stellen. Vierte Blätterteig auf ein Küchenbrett legen. An den Rändern 1 Zentimeter überlappen. Gut zusammenpressen. Den klassische Braten. Spinat auf dem Teig verteilen, 5 cm Rand lassen. Fünfte Käse über dem Spinat zerkrümeln. Rindfleisch in die Mitte des Teigs legen. Teig an den Schmalseiten in Schlag gehen. Restlichen Teig über das Rindfleisch unbekanntes Zeichen gehen. Umdrehen,
so dass die Naht unten ist. Zu unbekanntes Zeichen setzlichen Teig eventuell zur Dekoration verwenden. Mit Ei bepinseln. Sechstens auf ein leicht geföhnt unbekanntes Zeichen tätes Backblech legen. Bei 220 Grad Celsius 25 bis 30 Mittwoch unbekanntes Zeichen Natten braten. Vor dem Aufschneiden 10 min unbekanntes Zeichen Tren mit Alufolie B unbekanntes Zeichen deckt durchziehen Lars unbekanntes Zeichen Senior. Mit Bratensoße und Gemüse servieren. TIP. Fleisch wird vor dem Garen oft kurz angebraten. Dazu schwenkt man es kurz in Butter oder Öl. So wird das Fleisch noch zarter. Gepfeffertes Rinderfilet mit Soße Bearnaise. Vorbereitungszeit 45 Minuten. Zubereitungszeit 30 Minuten. Für 6 Personen. 4. 1 Kilogramm Rinderfilet. 1 EL Öl. 2 Knoblauchzehen, gepresst. 1 EL schwarze Pfefferkörner unbekanntes Zeichen Meer, gemahlen. 2 TL Koriander, gemahl unbekanntes Zeichen Lehn. Soße Bearnaise 125 Gramm Butter. 3 Schalotten, gehackt 125 Milliliter trockener Weißwein. 2 EL Estragonessig. 1 EL frischer Estragon. 4 Eigelb. 1 EL Zitronensaft. Drittens für die Soße Bearnaise, Butter vor unbekanntes Zeichen sichtig schmelzen. Vierter Schalotten, Wein, Essig und Estragon in einen Kochtopf geben. Aufkochen, bis nur noch 2 EL übrig sind. Beiseite stellen. Fünftens die 4 Eigelb mit einem Mixer 10 Sekunden verquirlen. Zitronensaft beigeben. 5 Sekunden rühren. Die zerlassene Butter während des Rührens teelöffelweise zufügen. Gewürze und durchgeseiten Schalottensaft zugeben. Einige Sekunden rühren. Soße nicht überhitzen. Das gepfefferte Rinderfilet heiß mit der Soße Bearnaise servieren. Erstes Fett entfernen. Filet mit Küchengarn umwickeln. Mit Öl und Knoblauch bepinseln. In der Mischung von Pfefferkörnern und Koriander wenden. Zweitens das Filet auf einem Rost in einem Bräter legen. Im heißen Ofen 10 Minuten braten. Auf 180 Grad Celsius herunterschalten. Wenn das Filet halb englisch gewünscht wird, noch 20 Minuten braten. Eventuell Garprappe vornehmen. Vor dem Servieren 10 bis 15 Minuten ruhen lassen. TIP. Eine Garprobe nimmt man durch einen kurzen Druck auf den mittleren Teil des Fleisches vor. Je mehr es nachgibt, desto wie unbekanntes Zeichen niedriger ist es. Pizza mit Äpfeln und Ingwer. Vorbereitungszeit 35 Minuten. Zubereitungszeit 30 Minuten. Für 6 Personen. Teig 2 TL Trockenhefe 2 TL Zucker 80 ml warmes Wasser 375 Gramm Mehl 25 Gramm Butter 1 Ei, leicht verquirlt Belag 100 Gramm Rosinen 2 EL Weinbrand 30 Gramm Butter 1 TL geriebener Ingwer 2 EL Wasser 2 EL Ahornsirup 1 mittelgroßer roter Apfel entkernt und in Stücke geschnitten. 1 mittelgroßer grüner Apfel, entkernt und in Stücke geschnitten. 2 TL flüssige Butter. Sahne, zum Servieren. Erste Pizzate ich, Hefe, Zucker und Wasser mischen. In einer Schüssel zugedeckt an einem warmen Platz 10 Minuten ruhen lassen, bis das Wasser etwas schaumig wird. 2 Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Vertiefung formen, Hefewassermischung hinein. Pizzas und Überbackenes. Geben. Zusammen mit Butter und Ei zu einem Teig mischen. Auf einer mit Mehl bestäubten Fläche so lange kneten, bis der Teig trocken und geschmeidig wird. Einstun unbekanntes Zeichen dazu gedeckt an einem warmen Ort ruhen lassen, bis der Teig etwa zur dob unbekanntes Zeichen Peltenmenge aufgegangen ist. Drittens Belag,
Rosinen und Weinbrand mischen. Bad unbekanntes Zeichen herzerlassen, Ingwer dazugeben, verrühren. Wasser und Ahornsirup zugeben und bei geringer Hitze etwa 4 Minuten kochen, bis die Soße etwas ein unbekanntes Zeichen deckt. Abkühlen lassen. Vierten Backofen auf 210 Grad Celsius vorheizen, Gas 190 Grad Celsius. Pizzaform, 30 cm Durchmesser, mit Butter einfädt unbekanntes Zeichen der Rindoreintopf. Zutaten für 4 Personen. 800 Gramm mageres Rind. Fleisch zum Schmoren. 100 ml Erdnussöl. 2 große Zwiebeln. 2 grüne Peperoni oder Paprikaschoten. 12 Okraschoten. 6 große, geschälte Tomaten. Salz. Für die Fufu-Kugeln, Süßkar. Kartoffeln schälen, dann klein würfeln, im Dampf weich garen. Durch ein Passiergerät drehen. Das Püree mit Salz abschmecken. Mit nassen Händen Walnuss große Kugeln formen, in den Händen rollen, bis sie fest und glatt sind. 2. Das Rindfleisch in Streifen schneiden. Die Zwiebel schälen, halbieren und in Spalten schneiden. Die Paprikaschoten halbieren, den Stielansatz und die Kerne entfernen, die Fruchthälften in große Quadrate schneiden. Bei den Tomaten den Stielansatz und unbekanntes Zeichen fernen und in Spalten schneiden. Das Fleisch im Erdnussöl in mehreren Portionen anbraten und auf die Seite stellen. Zwie unbekanntes Zeichen Bellen und Paprika in der Fleisch unbekanntes Zeichen Pfanne in wenig Erdnussöl und unterrühren 4 bis 5 Minuten dünsten. Die Tomaten zufügen, bei starker Hitze 3 bis 5 Minuten kochen. Rindfleisch zugeben. Und den Eintopf bei schwacher mindestens 90 Minuten kochen, bis das Fleisch sehr weich ist. Die Okraschoten 15 Minuten vor Ende der Garzeit zugeben. Nach Belieben würzen. Gegrillte Forelle mit Mandeln. 4 frische Pfannen. Fertige Forellen. 2 unbehandelte Zitronen oder Orangen. Salz. Frisch gemahlener Pfeffer. 30 Gramm Mandel. Blättchen. 60 Gramm Butter. Backofen auf 200 Grad Zeichen C vorheizen. Die Forellen innen und außen unter kaltem Wasser abspülen, mit Salz und Pfeffer würzen. Zitronen oder Orangen in feine Scheiben schneiden, eventuell halbieren, die Fische damit füllen. Den Backofen Gitterrost mit Lalufolie abdecken, die Folie einölen, die Forellen darauf legen, im vorgeheizten Ofen 20 bis 25 Minuten braten. Mandelblatt unbekanntes Zeichen 5 Minuten vor Ende der Bratzeit über die Fische verteilen. Die Forellen auf Tellern anrichten, die Butter schmelzen und darüber gießen. Mit Hähnchenstreifen. Ein Hähnchen, ca. 1,2 Kilogramm. 1,2 i Wasser. Eine kleine Zwiebel in Scheiben. 1 MSP Kreuzkümmelpulver. 1 MSP getrockneter Thymian. 1/2 TL Salz. Weißer Pfeffer. 2 mehlig kochende Kartoffeln. 100 Gramm Schlagsahne. 100 Gramm Maiskörner, aus der Dose. 2 EL Kapern. 1 reife Avocado. Das Hähnchen halbieren, die beiden Hälften in je 4 Stücke portionieren, zusammen mit Wasser und Zwiebeln in einem großen Kochtopf aufkochen, würzen, bei schwacher Hitze rund 30 Minuten kochen, den Schaum abschöpfen. Die Kartoffeln schälen und würfeln, zur Suppe geben, köcheln lassen, bis sie gar sind. Die Hähnchenstücke aus der Suppe nehmen, Haut und die Knochen entfernen. Kartoffelstücke in der Suppe mit einer Gabel zerdrücken. Sahne, Mais unbekanntes Zeichen Körner und Hähnchenstücke zufügen, bei schwacher Hitze rund 8 Minuten kochen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Suppe anrichten. Die Avocado schäl unbekanntes Zeichen. Unterstrich lehnen, halbieren und entsteinen, in Spalten schneiden,
zusammen mit den Kapern als Garnitur darzugeben. Gebackene Polenta mit Pilzragout. Zutaten für 4 Personen. Pilzragout. 1-1-2 TL Natives. Olivenöl extra. Eine kleine Zwiebel. 2 Knoblauchzehen. 1-2 TL gehackte Rosmarinnadeln. 400 Gramm gemischte Pilze. 1-2 TL Tomatenpüree. 100 ml Rotwein. Gemüsebrühe. 1 TL Worcestersoße. Salz. Frisch gemahlener Pfeffer. Polenta. 700 ml Wasser. 1-2 EL Natives Olivenöl extra. 230 Gramm grobes Maisgrieß. 1 EL Butter. 120 Gramm Parmesan. Fein geschnittene Petersilie. Eine Zwiebel und Knoblauchzehen. Schälen und fein hacken. Geputzte Pilze je nach Größe halbieren, vierteln oder in Streifen schneiden. Zwiebeln, Knoblauch und Rosmarin im Olivenöl andünsten. Pilze und Tomatenpüree zufügen und kräftig andünsten. Den Rotwein angießen, einkochen lassen, wenig Gemüsebrühe unterrühren, bei schwacher Hitze 10 Minuten kochen, mit Worcestersoße, Salz und Pfeffer abrunden. Wasser mit dem Öl auf. Kochen, Maisgrieß einrieseln lassen, bei schwacher Hitze. 15 Minuten kochen, gelegentlich umrühren. Butter, Parmesan und Petersilie unterrühren. Maismasse auf einem mit Backpapier belegten Blechrücken 5 mm dick ausstreichen. Erkalten lassen. Sterne oder andere Formen ausstechen. Mit Öl einpinseln. Blech in die Mitte des Ofens. Schieben. Polentasterne bei 200 Grad Zeichen C 15 bis 20 Minuten backen, mit Pilzragout anrichten. Lammrücken auf tropische Art. Vorbereitungszeit. 50 Minuten. Zubereitungszeit. 1 Stunde. Für 4 Personen. 2 Lammrücken E6 Kote unbekanntes Zeichen Letz. 2 Becher Minzgelee. 2 EL Ananassaft tropische Gewürzmischung. 30 Gramm Butter. 1 Becher frische Semmelbrösel. 1 Becher Ananas, klein geschnitten. 60 ml Ananassaft. 2 EL Minze, fein gehackt. 1 TL frischer Ingwer, geriebene Johannisbeerminz. Soße. 1 EL rotes Johannisbeergelee. 1 EL heißes Wasser. 2 EL Rotweinessig. 2 EL Minze, fein gehackt. Erstes Fett entfernen. Minzgelee und Ananassaft mischen. Die Lammrücken mit der Fettseite nach oben in einen Bräter legen. Mit der Minzgelee-Mischung bepinseln. Bei 180 Grad Celsius 3-4 minus 1 Stunde oder Lehn unbekanntes Zeichen Gärbraten. Mit Restli unbekanntes Zeichen Kämgelee bepinseln. Vor dem Tankieren zudecken und 10 bis 15 Minuten durchziehen. Klassische Braten. Lassen. Warm halten. Zweitens für die tropische Gewürzmischung, Butter in einem Topf erhitzen. Semmelbrösel zufügen. Erwärmen. Und rühren, bis die Mitwaschung goldbraun ist. Ananas, Saft, Minze und Ingwer einrühren. In eine feuerfeste Form legen, zudecken und 15 Minuten bei 180 Grad Celsius braten. Deckel abnehmen, unbekanntes Zeichen Men und weitere 15 Minuten garen, bis sich eine goldbraune Fär unbekanntes Zeichen Bung zeigt. Drittens für die Soße, zu unbekanntes Zeichen Taten mischen. Unterrühren kochen. Die Koteletts mit der Tropi unbekanntes Zeichen Schien Gewürzmischung und der Soße servieren. Hinweis, der Lamm unbekanntes Zeichen Rücken kann vor Metz unbekanntes Zeichen Gehe Küchen fertig vor bei unbekanntes Zeichen reitet werden. Schnittlauchkruste. Vorbereitungszeit. 30 Minuten.
Zubereitungszeit. 1 Stunde. Für 4 Personen. L2 Becher trockene. Semmelbrösel. 2 TL frischer Schnittlauch, gehackt. 2 TL Minze, gehackt. 1 Knoblauchzehe, gepresst. 1 EL Zitronensaft. 1 TL unbehandelte Zitronenskale, gerieben. 2 Lammrücken mit 6 mageren Koteletts. 60 Gramm Butter oder Margarine, zerlassen. Soße. 60 ml Weißwein. 60 ml Wasser. 1 TL brauner Zucker. 1 EL Zitronensaft. 100 Gramm Butter, in Würfeln. 1 EL Minzgelee. Erstens die ersten 6 Zutaten mischen. Eventuell et unbekanntes Zeichen was Wasser zufügen. 2. Mischung fest auf Fettseite der Lamm unbekanntes Zeichen Rücken drücken. Butter darüber verteilen. 3. Die Lammrücken mit unbedeckter Seite nach unten in einen Bräter legen. Bei 180 Grad Celsius. 3/4 Stunden garen. 4. Fleisch vor dem Aufschneiden 15 Minuten ruhen lassen. 2 EL des Saftes behalten, Rest in einen Topf gießen. 5. Für die Soße, Wein und Wasser zum Fleischsaft geben. Und das DT unbekanntes Zeichen geben rühren aufkochen, bis sich die Flüssigkeit um die Hälfte reduziert. 6. Zucker und Zitronensaft einrühren. Butterwürfel nach und nach zugeben. Das Minzgelee zufügen. Hinweis, beim Metzger Fleisch Küchenfee unbekanntes Zeichen Teak vorbereiten lassen. Am Keule. 2 Porree-Stangen, geschnitten, Labecher Sultaninen. 14 Becher fertige Füllung 2 EL Pinienkerne. 1 EL Tomatensoße. 1 Ei, verquirlt. 2 Kilogramm Lammkeule, entbeint frisch gemahlener. Schwarzer Pfeffer. 60 ml Wasser. 125 ml Hühnerbrühe 1 EL Brandy. 1 EL rotes Johannisbeergelee. 1 EL Stärkemehl. 1. Porree, Rosinen, fertig unbekanntes Zeichen Gefüllung, Pinienkerne, Tomatensoße und Ei gut mischen. Masse in die Keule geben. Mit Spießen zustecken. 2. Das Fett oben auf der Keule mit scharfem Messer in Zickzackmuster einschneiden. Mit Pfeffer einreiben. Das Fleisch mit Fettsei unbekanntes Zeichen Tee nach oben auf einen Rost in einem Bräter legen. Bei 180 Grad Celsius 40 Minuten garen. 3. Wasser in den Bräter füllen. Weitere 11/2 Stunden oder länger braten. 4. Das Lamm im Mahl unbekanntes Zeichen Mähnbackofen ruhen. In die Soße geben. Unter Rühren erhitzen, bis die Soße aufkocht und andickt. 3 Minuten köcheln. Die Keule mit der Soße und Gemüse nach Wahl servieren. Mit Aprikosen. Vorbereitungszeit. 30 Minuten plus 24 Stunden. Marinierzeit. Zubereitungszeit. 21/2 Stunden. Für 8 Personen. DRA. 2,5 Kilogramm Schweinshaxe Marinade. 425 ml Aprikosensaft. 60 ml Weißwein 2 EL Olivenöl. 2 Knoblauchzehen, gepresst 2 bis 3 TL Currypulver. 1 bis 2 TL Currypaste. L. TL Kräutermischung frisch gemahlener schwarzer Pfeffer. 1. Schwarte von der Haxe entfernen, indem man mit dem Daumen ca. 5 cm um den Rand der Haxe unmittelbar unter der Schwarte entlang fährt. An der breitesten Seite anfangen. Mit den Händen die Schwarte vom Fett abziehen und mit einem Messer abtrennen. 2. Für die Marinade, alle Zutaten mischen. Mit scharfem Messer tief in das Fleisch ein unbekanntes Zeichen. Schneiden. In einen Bräter legen und Marinade darüber geben. 24 Stunden im Kühlschrank marinieren. 3. Marinade abgießen, 2 EL aufbewahren. Die Schweinshaxe bei mittlerer Hitze 21/2 Stunden braten. Mehrmals mit restlicher Marinade übergießen.
Viertens, den Braten vor dem Aufschneiden 15 Minuten unbekanntes Zeichen 10 ruhen lassen. Mit Reis und Salat anritsch unbekanntes Zeichen 10. Die restliche Mar unbekanntes Zeichen Rinade kann heiß als Soße serviert werden.